Applaus wert, weil alles, was wir mehr wissen, können wir mehr problematisieren. Das ist echt keine Frage. Ich würde aber gerne, also mein Ding an der Transparenz ist ja wirklich, das, was wir jetzt alle, also zweimal im Jahr bekommen, pünktlich bekommen, es sagt uns vieles nicht. Nicht welche Firma, was genau für Waffensystem und so weiter und so fort. Es sagt uns gar nichts über Dual-Use-Güter. Also es gibt so Dinge, die sind viele Informationen, die aber nicht viel weiterhelfen. Nichtsdestotrotz brauchen wir Transparenz, um überhaupt darüber reden und diskutieren zu können. Trifft denn jetzt hier diese Ausnahme zu? Und das ist der Punkt, den ich einen spannenden finde für den Deutschen Bundestag, der im Moment noch überhaupt nicht passiert. Wäre denn jetzt wirklich dieser Rüstungsexport, also wenn wir sagen, grundsätzlich wird nicht exportiert, dann müsste man ja begründen, warum jetzt aber die Ausnahme gilt. Das würde also heißen, man müsste für den Rüstungsexport, um den es jetzt geht, darlegen, was daran friedenspolitisch hilfreich ist. Das würde ich eigentlich ganz gerne mal erleben, dass das jemand plausibel darlegt. Ich würde aber mit euch beiden kompetenten Abgeordneten hier oben auf dem Podium auch gerne nochmal die Frage aufwerfen, welches Schlupfloch können wir finden, ich finde, wir sollten jetzt mal Schlupflöcher zu unserem Gunsten nutzen, um die Einflugschneise von der Transparenz durch die Transparenz hindurch zur Reduzierung zu kriegen. Weil es ist einfach nervtötend. Also wir können auch noch 20 Jahre immer mehr, dann weiß ich irgendwann. Also im Moment hat das Verfassungsgericht ja die Rüstungsunternehmen komplett geschützt. Also weil wenn ich wissen würde, wem die was wann liefern wollen, wäre das ja für die echt geschäftsschädigend fast, weil ich könnte das ja deren Konkurrenten erzählen, international gesehen, versteht sich. Und dann würden die doch wieder nicht liefern können. Also die Rechte der Rüstungsfirmen sind extrem geschützt worden und die sind der Grund, warum wir nicht wirklich verständliche, aussagekräftige Berichte bekommen. Gut, da können wir noch 20 Jahre drum kämpfen und dann ändert sich das vielleicht, dann verstehen wir mehr. In den 20 Jahren bleibt Deutschland aber in so einem hohen Exportlevel und da hat eigentlich ein großes politisches Interesse daran, dass wir das wirklich gestoppt kriegen. Also unsere Kampagne heißt Stopp den Waffenhandel, nicht leuchtet ihn genau aus. Also, vielleicht können wir das jetzt noch mit der Frage kombinieren, wenn, zumindest habe ich das Gefühl, das Instrument von so einem Gesetz fandet ihr drei alle gut. Und die Frage der Transparenz haben wir jetzt auch vielleicht nochmal einzeln diskutiert. Vielleicht könnte man ja nochmal da versuchen zu sammeln, was oder zu schauen, ob man da auf ähnliche Punkte kommt, was die existenziellen Dinge wären, die in so einem Gesetz drinstehen müssten. Also ich jetzt als Nicht-Experte im Bereich Waffenexporte, ne, wir würden sofort zu Begriffen wie Dual Use oder auch der Umgang mit Munition, Kleinwaffen etc. einfallen. Oder auch, wie kann man sichern, was mit den Waffen in den Ländern immer konkret passiert, ne? Also Endverbleibskontrolle. Vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen, dann können wir vielleicht auch sehen, ob ihr von den Forderungen vielleicht schon nah beieinander seid. Also eine Sache hatten wir noch nicht angesprochen, die könnte man auch in einem solchen Gesetz verankern. Manche Länder, die Waffen erhalten, gelten aus Sicht der Rüstungsindustrie als hochriskant, was die Zahlungsmoral angeht. Und da könnte man natürlich etwas machen, was eine Zeit lang schon galt, das ist nämlich keine sogenannten Hermes-Bürgschaften, also staatliche Bürgschaften für Rüstungs-, also für Waffengeschäfte gäbe. Denn dann müssten die Rüstungsunternehmen selber kalkulieren, ist das Geschäft unter Umständen ökonomisch zu riskant. Und die andere Sache ist tatsächlich, dass wir die Diskussion wieder in Gang bringen hier in Deutschland, was bedeutet das eigentlich für die Beschäftigten, wenn die quasi todbringende Waffen produzieren, wäre es nicht im Interesse der Beschäftigten,
sowas wie Rüstungskonversion, also wie eine Wechselmöglichkeit in zivile Produktion zu organisieren. Das ist eine Diskussion, wo wir die Gewerkschaften, vor allem die IG Metall, mit ins Boot nehmen müssen. Wir hatten diese Diskussion schon mal in den 80er Jahren. Die hat sich dann ein bisschen totgelaufen, aber ich glaube inzwischen, wo ja nicht nur unsere Autos, sondern auch die Fahrzeuge im weitesten Sinne und Flugzeuge der Rüstungsindustrie im Wesentlichen aus informationstechnologischen Komponenten bestehen, kann man die Diskussion nochmal neu anfangen. Was können eigentlich Leute, die bisher für Rüstungsfirmen gearbeitet haben, was könnten die Sinnvolles tun? Und da könnte man dann in der Tat eben auch fordern, dass staatliche Wirtschaftsförderung in eine entsprechende Konversion fließt oder auch deutsche Universitäten, deutsche Forschungsinstitute gemeinsam mit Gewerkschaftern, mit Betriebsräten überlegen, wie man sinnvollere Dinge als Waffen in deutschen Firmen produzieren kann. Ja, dann mache ich jetzt mal Realpolitik. Gehen wir mal davon aus, die nächste Regierung ist wieder eine große Koalition. Das ist ja das Wahrscheinlichste. Und der Juniorpartner, der ziemlich kleine Juniorpartner, wird die SPD da drin sein. Trotzdem finde ich, könnt ihr denn bestimmte Sachen durchsetzen, die vielleicht sogar eine Wirkung haben. Das Allereinfachste ist, macht es wie die Amerikaner. Da geht es jetzt um Transparenz. In den USA gibt es die Regelung, dass besonders große Exportvorhaben, und das gestaffelt nach sonstigen Rüstungsgütern, Kriegswaffen und Kleinwaffen. Aber Kleinwaffen ist besonders groß, schon ich glaube 1 Million Dollar. Das heißt, bei besonders großen Vorhaben werden beide Kammern des Parlaments vor der Entscheidung informiert. Das haben wir heute nicht. Und wenn es das gäbe, würden, glaube ich, einige gestoppt werden. Wenn vor der Entscheidung plötzlich öffentlich werden 62 Kampfpanzer nach Katar, dann ist der Aufschrei so groß in Deutschland. Die gesamte SPD-Basis ist dagegen, 80% der Bevölkerung sind dagegen, 83% ist eigentlich mal die Zahl. Da werden bestimmte Sachen durch eine öffentliche Debatte gestopft werden. Und ich finde das, wenn ihr nicht mal das gegen die CDU durchsetzt, eine amerikanische Regelung, dann geht gar nichts. So. Also das finde ich nicht so ganz schlimm. Das ist der einzige Punkt, wo ich glaube, dass mehr Transparenz auch tatsächlich mal was verhindert. Das wäre ja deine Frage. Der zweite Schritt, das sind jetzt die Kleinwaffenexportverbote. Und da muss ich ja sagen, Ute, habe ich mich bei deinem Eingangsstatement wirklich geärgert, weil du hast stolz verkündet, dass ihr in der SPD jetzt auch mit reingeschrieben habt und für ein grundsätzliches Verbot von Kleinwaffenexporten. Also wer kein Anwalt ist, versteht in Deutschland, und ich wollte grundsätzlich, das ist verboten. Ich bin auch nur ein Botaniker und bin darauf reingefahren. Ich habe mit diesem ist grundsätzlich verboten, dachte ich, ist ja super. Der Anwalt und die Anwältin versteht unter grundsätzlich aber, in der Regel ist es verboten, gibt aber Ausnahmen. Also genau das Gegenteil von dem, was sozusagen der normale menschliche Sprachgebrauch in Deutschland ist. Das heißt, wenn ihr da reinschreibt, ist grundsätzlich verboten, heißt das übersetzt, Ausnahmen sind zugelassen. Das ist genau das, was heute gilt. Das ist genau das, was heute gilt. Und das finde ich einfach unlaut, das so zu tun, als ob das irgendeine Verbesserung wäre. Also das heißt, wenn ihr irgendwas aushandelt mit einem Koalitionsvertrag, wo drin steht, ist grundsätzlich verboten, heißt das, ihr habt gar nichts durchgesetzt. Sondern ich finde, beim Bereich der Kleinwaffenexporte ist es durchsetzbar. Auch gegen die CDU, weil nämlich auch große Teile der CDU das falsch finden, dass Kleinwaffen exportiert werden. Ökonomisch sind sie völlig irrelevant. Also wir reden da, um deine Frage zu beantworten, bei Kleinwaffen geht es auch immer um Munition. Das heißt, der Kleinwaffenexportbegriff umfasst immer auch die Kleinwaffenmunition. Ich glaube, die gesamten Kleinwaffen- und Kleinwaffenmunitionsexporte sind in den letzten Jahren unter 50 Millionen Euro im Jahr gesunken. Das ist richtig viel tot, aber total wenig Geld. Das ist 0,0000 irgendwas Prozent der gesamten deutschen Exporte. Das heißt, um Wirtschaftsfragen geht es hier gar nicht. Um Technologieführerschaft geht es bei Munition schon gar nicht und beim Sturmgewehren auch nicht so wirklich, weil es gibt andere Firmen, die das auch herstellen. Das heißt, da könnte auch gegen die CDU durchgesetzt werden, es gibt ein Kleinwaffenexportverbot. Mir ist ja klar, dass es denn nicht für NATO-Staaten gilt. Da werde ich dann laut gegen aufschreien und jammern und alles Mögliche, aber wenn es wenigstens ein Kleinwaffenexportverbot in Drittstaaten gibt. Das ist für mich das absolute Minimum und das halte ich für durchsetzbar. So. Das sind die beiden Punkte, wo man richtig viele Menschenleben rettet, auf Dauer, langfristig. Nicht sofort, nicht morgen, aber wo man wirklich jetzt auch schon was erreichen kann.
Der dritte Schritt ist ja das, was Gabriel auch gesagt hat, da habe ich ja richtig mich gewundert, dass es so weit geht. Nicht nur Kleinwaffen, sondern allgemeine Kriegswaffenexporte, das kriegt er mit der CDU nicht durch, aber mit uns kriegt er das durch. Und ich biete dir eine Unterstützung für diesen Punkt an, weil ich da ganz schreckend, das soll jetzt ein Fortschritt sein, mit grundsätzlich keine Kleinwaffen durchaus teile. Weil wir haben ja noch eine Unterschriftenaktion gehabt gegen den Export von Kleinwaffen. Und da haben wir das grundsätzlich definitiv rausgestrichen, weil wir gesagt haben, da gibt es ja jetzt schon diese, also ich meine, das ist politisch ja wirklich so, dass es diese Richtlinie zum Kleinwaffenexport gibt, die so ein Stückchen zu kurz greifen, indem sie lauter genau richtige Probleme ansprechen, sie aber immer kurz davor dann doch nicht lösen. Also haben wir gesagt, da sammeln wir nochmal Unterschriften. Und die hat Gabriel als Wirtschaftsminister leider nicht mehr entgegennehmen können, weil er dann Außenminister wurde. Und dann wollte sein Staatssekretär nicht zu uns kommen und sie auch nicht nehmen. Ich habe sie noch. Du kannst die also aussuchen, wen ich die aus der SPD überreiche, um klarzumachen, Leute, das ist nicht der Punkt, das reicht nicht. Da müssen wir wirklich was anderes tun, weil es sind 95% der Verletzungen und Toten nach dem Zweiten Weltkrieg in Gewaltkonflikten, die von Kleinwaffen ausgehen. Und ihr habt ja diesen Text mit den Massenvernichtungswaffen in diesem Leitantrag. Und es ist völlig klar, dass Kleinwaffen, Massenvernichtung, die Waffen der Jetztzeit sind. Und insofern haben wir wirklich einiges an Argumenten, um nochmal deutlich zu machen, nee Leute, da müsst ihr ein Schrittchen weitergehen, und zwar bitte ganz schnell, weil sonst wird es peinlich. Also du darfst ja auch so, wem wir es überreichen, wir tun es jederzeit. Das finde ich wirklich nochmal ganz gut, wenn wir das machen. Und wenn wir jetzt plötzlich von Amerika lernen, zum jetzigen Zeitpunkt, ja okay, dann wäre das ja mal eine gute Sache. Ich denke, wir müssen an solchen Stellen solche Sachen verfolgen. Genau, was ich sagen wollte, der Punkt war ja, du hast gefragt, was muss denn in so einem Gesetz drinstehen? Genau, gute Hermesbürgschaften für Kriegswaffenexport, überhaupt ganz und gar nicht mehr. Ganz wichtiger Punkt. Keine Lizenzverkäufe. Also Deutschland verdient ja am liebsten Geld damit, deutsche Rüstungsfirmen ganze Fabriken zu verkaufen. Und dann gelten auch unsere tollen restriktiven Regeln nicht mehr, weil sobald